zunächst an der Ostsee in Rostock. Hansa gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und ganz interessant, die beiden Trainer Wolfgang Wolf und Franco Foda haben zwei Spielzeiten einst am Betzenberg als Akteure zusammen verbracht. Wir sehen hier ein altes Mannschaftsfoto. Wolfgang Wolf in der letzten Reihe und Franco Foda, der später auch den DFB-Pokal mit Lautern als Spieler gewann, da in der Mitte. Hansa Rostock abgestiegen, man will wieder hoch in den Profibereich, also in Liga 2. Hat sich noch nicht so ganz gefunden, aber zu Hause, Markus Gaub, ist man bislang noch ungeschlagen. Hansa Rostock zu Hause in dieser Drittligasaison noch ungeschlagen. Entsprechend gut die Stimmung in der DKB-Arena bei der DFB-Pokalpartie gegen Kaiserslautern. Allerdings die Gäste waren es, die in der ersten Hälfte klar den Ton angaben. Rein in die Partie, das ist Bunyaku und in der Mitte ist Idrissou. Und nach 10 Minuten hätte es da schon 0:1 stehen müssen. Klasse Zusammenspiel zwischen Bunyaku und Idrissou, dem Topsturm der zweiten Liga. Aktuell und Lautern weiter im Vorwärtsgang. Mit der nächsten Möglichkeit wieder Idrissou. Diesmal scheitert er an Kevin Müller, dem Keeper der Rostocker. Natürlich hatten die Hausherren auch so ihre Möglichkeiten aus einer Einzelaktion von Mondi heraus. Der es schafft, Tobias Zippel zu prüfen. Vorteile in der ersten Hälfte ganz klar zugunsten von Kaiserslautern. Und zur zweiten Halbzeit verdichtete sich der Himmel über Rostock. Weiter, denn die Lauterer, sie kamen zu ihrem ersten Treffer. Gut rausgespielt über die linke Seite, dann Bunyaku eiskalt ins kurze Eck. Die 1:0-Führung in der 49. Spielminute. Zwei Fragen gab es bei diesem Treffer. Zum einen Abseits oder nicht. Die Antwort klar, es war kein Abseits. Stefan Gusche kommt da zu spät raus. Und dann die zweite natürlich, warum Kevin Müller hier das kurze Eck freigibt. Er rechnet mit dem Pass in die Mitte auf Idrissou. Kaiserslautern war oben auf und Rostock schien in einer Schockstarre zu sein. 7 Minuten später dieser Pass auf Zug und Zug gegen Markus und dann Zug gegen Kevin Müller und dann steht es 2:0. Die Rostocker bis dahin mit guter Ordnung in der Defensive, aber hier waren sie einfach zu offen. Wir sehen in der virtuellen Einstellung, es war hauchzart abseits, aber das ist nichts, was man den Assistenten vorwerfen könnte. Der Rest klasse gemacht von Hendrik Zug. Die Lauterer, sie hatten die Partie im Griff, so schien es, aber die Rostocker, sie waren noch am Leben. Mit dem eingewechselten Johann Platt, der auf halb links den Ball bekommt, gegen seinen Verteidiger, gegen den Torwart, durch die Beine. Und plötzlich stand es 2:1, es war wieder laut im Stadion und man merkte, da war womöglich noch was drin. Klasse Szene von Johann Platt, dem Niederländer von Telstar, in diesem Sommer gekommen war, für Smetana eingewechselt worden. Und hier mit seiner besten Szene. Und Rostock drängte weiter und hatte die nächste Möglichkeit mit Michael Blum, der klasse abzieht, aber den Pfosten nur knapp verfehlt. Und wie das so ist, wenn die eine Mannschaft drückt und drängt und alles gibt, um den Ausgleich zu erzielen, dann hat die andere einfach viel Platz. Das war Kaiserslautern in dem Fall. Und den Platz nutzen sie am Ende. 93. Spielminute, das 3:1 der Endstand durch Konstantinos Fortunis. Kaiserslautern ist damit weiter und Rostock, sie hatten gekämpft, sie hatten viel gegeben, aber die große Aufholjagd, sie kam einfach zu spät. Zum vierten Mal in Folge ist Rostock raus in der ersten Runde. Gut, ich kann hier einen Vorwurf machen, dass wir nach dem 1:0 das 2:0 so früh bekommen haben. Das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Ansonsten hat sie hier einen beherzten Pokalauftritt geliefert und ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Aber unter dem Ergebnis, unterm Strich enttäuscht mich das Ergebnis, weil vielleicht war mehr drin heute. Ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen, ja, nicht nur Meisterschaft, Cup schon. Das hängt schon bei den Freundschaftsspielen an. So eine Mentalität muss man entwickeln und der Cup ist immer wichtig. Es gibt weiterhin Selbstvertrauen. Man sieht, es sind schon einige Bundesliga ist ausgeschieden und ja, im Cup ist auch immer noch finanziell für den Verein sehr, sehr gut und deshalb war es enorm wichtig für uns heute, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Thorsten Kunde hatte die Stimmen zum Spiel. Kaiserslautern ist eine Runde weiter. Die letzten 3 Jahre in Folge waren sie immer mindestens im Achtelfinale. Hier geht's weiter mit dem Spiel Aalen gegen Ingolstadt mit Toni Tomic.